Der SLS GT3 ist ein Universalrennwagen gewesen. Das Auto basiert logischerweise auf dem SLS, ist nach dem GT3-Reglement aufgebaut worden und in Fachkreisen gilt er so ein bisschen als der Traktor, weil er nicht kaputt zu kriegen war. Das Auto ist universell einsetzbar gewesen, auf dem ganzen Globus Rennen gefahren, hat auch dann alle Rennserien mehr oder weniger gewonnen im Laufe der Jahre, in denen er eingesetzt wurde. Und das war nämlich sein Vorteil, er konnte unglaublich lange eingesetzt werden, weil es für einen Rennwagen ein unglaublich zuverlässiges Auto war. Es ist selten kaputt gegangen, selten ausgefallen und auch eben einfach zu handhaben. Das zeugt auch davon, dass Kundenteams diese Fahrzeuge teilweise mehrere Jahre eingesetzt haben und eben nicht nur ein Jahr, wie das sonst bei Rennwagen der Fall ist. Also wirklich, der SLS GT3 war ein großer Wurf.